Nach Michael Ballack kam mit Philipp Lahm heute die nächste Icon-SBC raus. Und die SBC ist gar nicht mal so teuer. Also daher die berechtigte Frage hierbei, lohnt sich die SBC? Ja oder nein? Lahm hat also seine Base-Icon, die es schon auf dem Markt gibt, nochmal als SBC bekommen. Richtig nice bei Philipp Lahm ist schon mal seine Vielseitigkeit, denn er kann RV und LV spielen, was schon mal richtig cool ist, dass man ihn auf beiden Seiten spielen kann. Dazu kann er aber eben auch noch Sechser spielen. Lahm hat ansonsten drei schöne Skills, drei schöne Weakfoot und die guten Arbeitsraten, wie ich finde, mit hoch hoch. Der allerschnellste ist er nicht, vor allem für die Position. Das geht auf jeden Fall schneller, finde ich, ist aber auch noch in Ordnung. Schießen kann er nicht wirklich, ist in Ordnung. Dafür sehen die Passsets recht ordentlich aus. Beim Dribbeln ist eigentlich auch recht gut, der größte Dribbelkünstler ist Lahm jetzt nicht. Dafür kann er aber eben echt gut verteidigen, gerade das Defensivbewusstsein mit 90 ist richtig stark und die Grätsche mit 94, also der wird da richtig krasse Zweikämpfe raushauen. Was bei Lahm leider nicht ganz so nice ist, ist die Physis, vor allem die Stärke mit nur 61, ansonsten hat er noch eine gute Ausdauer. Beim Chemistry Style würde ich eigentlich mit dem Shadow gehen, um eben das Tempo noch weiter zu pushen, theoretisch müsste man aber die Physis, vor allem die Stärke, auch noch weiter pushen. Abgeben muss man zwar 6 Teams, allerdings ist das höchste hier nur ein 86er Team und dadurch entsteht ein SBC-Preis von nur 220.000. Das ist für eine Icon echt gar nicht mal so viel. Ordnen wir den Preis mal ein. Wie gesagt, gibt es genau die gleiche Karte von Lahm auch schon auf dem Markt. Die ist jetzt vor kurzem halt gedroppt, kostet ungefähr noch so 210.000, also sehr ähnlich zum SBC-Preis. Die könnte man halt auf dem Markt wieder verkaufen, bei der SBC-Variante kann man allerdings richtig gut SBC-Futter abgeben. Dann ist ziemlich ähnlich noch Zanetti, seine Centurions-Version, ist auch eine Icon als Außenverteidiger, der sowohl rechts, links als auch als Sechser spielen kann, ähnlich wie Lahm, ist auch nicht die allerschnellste und hat auch nicht die beste Physis. Insgesamt also sehr ähnlich, die Centurions-Variante kostet jetzt 230.000, also auch ungefähr so viel. Der hat allerdings auch nur zwei Sterne Skills und ich finde, Lahm ist auch nochmal ein Ticken besser. Und dann haben wir noch eine ganz andere Karte mit Di Lorenzo als Trailblazer für nur 30.000. Das wäre jetzt hier so eine günstige Alternative. Der ist natürlich ein bisschen schwächer. Kommen wir mal zum Fazit. Lahm könnte schon eine ziemlich coole Icon sein. Ich finde es schon mal nice, dass er so flexibel einsetzbar ist. Rechts, links, Sechser, kann man alles zocken mit ihm. Dazu hat er auch noch einen richtig nice Playstyle. Der Intercept Playstyle Plus, das könnte mit ihm richtig Bock machen, denke ich mal. Ich finde, der SBC-Preis geht auch voll in Ordnung. Man kann hier richtig gut Futter abgeben. Nicht so hohes Rating. Klar könnte man sich auch die Mark-Variante kaufen. Aber ich denke, dass man hier auf jeden Fall die SBC mitnehmen könnte, wenn man Bock hat auf Lahm, vielleicht will man ja auch noch Ballack machen. Ich finde, hier spricht absolut nichts gegen. Die SBC läuft ja noch ein bisschen, man kann sich das ein bisschen einteilen. Das ist so meine Meinung. Wie siehst du das? Schreib das gerne mal rein und bis zum nächsten Video.